Wasser, Leute, hier ist wieder Drag Linus mit Let's Play Assassin's Creed 3. Die Klunkerjagd in Boston hat begonnen. Und sie wird auch hier enden in diesem Part, wenn Connor endlich abspringt. Denn es sind nur 3 Stück insgesamt. Yep. Und 2 Stück befinden sich... Nein, 4 Stück. Entschuldigung, den habe ich übersehen, total übersehen. Gut. Aber einige befinden sich an einem Ort und mein Pferd entscheidet also lieber abzuhauen, als hier zu bleiben. Typisch weiße Pferde. Ich mag weiße Pferde nicht. Ich mag meine schwarzen. Wo sind sie? Man kann hier keinen Galopp machen in der Stadt. Demnach reiten wir hier gemächlich durch die Stadt. Was mein Zeitplan für die Parts aber nicht zulässt eigentlich. Bis Part 89 muss ich fertig sein mit allem, was ich geplant habe. Und am besten noch die Siedlungsmissionen reinquetschen. Und ein paar Forts. Und alle Aussichtspunkte. Am besten alles reinquetschen. In die paar Parts. Wir sind jetzt in Part 73. Demnach, bis 88 kann ich noch aufnehmen. Dann muss ich die Story walten lassen. In 2 verschiedenen Parts. Hey, nicht abschmieren, Spiel. Mein PC rödelt aber auch wie verrückt. Der ist total überfordert. Selbst wenn ich nicht aufnehme, rödelt er schon. So. Upsa. Das war das. Genau, 1 von 2 in diesem Bezirk. Der nächste ist da oben. Und da haben wir Abenteuermissionen. Boah, 3 Stück. 3 Stück? Kann ich die alle zusammen annehmen? Das wäre genial. Dann würde ich das machen. Dann würde ich das hier noch als Abwechslung machen. Und dann hat Monato wieder ein paar Abenteuermissionen, würde ich sagen. Mein Pferd kann gerade irgendwo sonst wo bleiben. Ach, es kommt hinter mir her. Gut. Sag doch was. So. Und hi-hop. Ist aber auch nicht sehr viel schneller, wenn überhaupt. In der Stadt ist ein Pferd nicht unbedingt immer das Schnellste, das muss man schon sagen. Animus Datenbank Mühlteich. Das ist schon fast mein Nachname. So. 130 Meter, 120. Und der nächste ist auch nicht allzu weit entfernt. Den kann ich dann laufend bewältigen, die Strecke. Und dann haben wir die Klunker in Boston. So. Es geht doch ganz schnell. Haben wir am Anfang des Partys schon geschafft. Upsa. Direkt hingesprungen. Skill. 1 von 2. In beiden Gegenden 1 von 2. Ah. Hier versteckt sich noch einer. Deswegen. Und dann ist der letzte, den ich brauche. Und da kann ich mich hin teleportieren. Okay. Und wo hatten wir jetzt die Abenteurer genau? Direkt in die Richtung, wo ich hingehe. Ich sehe es also gleich auf der Karte. Ja, da ist es schon. Hätte ich gleich sowieso rausgefunden. Dann gehe ich da als allererstes hin. Ein Briefsymbol. Der kommt extra hier hin, um mich zu schubsen. Ich glaube, es hackt. Brief in Nordboston. Lass mich. Danke. Ja, geht doch. Man muss bloß die Wachen bitten, dass sie einen lassen. Hä? Da kannst du deinen Arsch verwenden. Das Biest war schrecklich. Wo war's? Hinter dem Wellenbrecher. Kam an die Oberfläche, sah sich um und tauchte wieder ab. Was ich sah, war gut 30 Fuß. Und wer weiß, wie viel noch unter Wasser war. In Gesprächen zu hören, 1 von 3. Das ist für eine Abenteurermission, ich verstehe. Jack sagt, ein alter Mann ist immer dabei, wenn das Biest auftaucht. Jack. Belauscht und unterbrochen? Ach, egal. Soll er sich doch zum Teufel scheren. So, ein Abenteurer-Dings haben wir da sowieso noch. Jack sagt, ein alter Mann ist immer dabei, wenn das Biest auftaucht. Jack sagt eine Menge Sachen. Doch diesmal glaube ich ihm. Es heißt, er kommandiert das Ding. Ein alter Mann mit dem Kraken Befehle? Was für ein Seemannsgarn. Weiß nicht, Kumpel. Viele Männer spinnen alle dasselbe Garn. Das größte Garn ist ja sowieso, dass du die Stimme eines anderen Typen hattest. Äußerst vorsichtig. So, komm. Krankenbeschwörer sollte gut sein. Der Alte liegt nicht weit von hier begraben. Meine Pesten wollen wieder sein Tunus. Der Alte, der die Kraken prüfen konnte, hat kürzlich ins Gras gebissen. Seitdem ist das Biest nicht aufgetreten. Dann war es also wahr. Hab ich nicht gesagt. Frag doch seine Witwe. Sie ist immer an seinem Grab. Wenn es gleich hier ist, mache ich das. Hallo, Witwe. Wollt ihr ihm die Ehre erweisen? Ihr seid der Erste.
Er hatte nicht viele Freunde. Die Menschen verstanden ihn nicht. Er war ein guter Kaufmann, ein guter Ehemann. Mir hat es nie an etwas gemangelt. Mit der alten Dame reden. Was für eine alte Dame? Wo wollt ihr mich überall hinjagen? Da unten also? Na, kann ich auf den Rückweg machen. So, oder gibt es da einen Teleportpunkt? Nur hier hoch. Ich gehe zur alten Dame und teleportiere mich dann zum Klunker. Na, wie wäre das? So. Pferd. Du verfolgst mich hier echt auf Schritt und Tritt. Du bist eigentlich ziemlich gruselig. Obgleich ich das begrüße, dass du das tust. Es ist doch... Du bist ein Profi-Stalker-Pferd. Das Profi-Stalker-Pferd. Sagst du uns jetzt, was wir wissen wollen? Oder fühlst du dich wohl da drin? Vielleicht sollten wir es etwas unangenehmer machen. Der Boss wird langsam ungeduldig. Das ist bloß ein Typ zum Retten. Mach ich nicht. So. Gibt's hier jetzt irgendwas? Ach, hier? Die Werkstatt des Kaufmanns untersuchen. Ach, da. Haben wir ja was. Eine Taucherglocke. Rätsel um das amerikanische Seemonster gelöst. Gut. Das ging ja schnell genug. Dafür hat sich das Abenteuer definitiv gelohnt. Und hier ist schon das nächste. Wir teleportieren uns hierhin, dann zum Klunker, dann können wir das nächste Abenteuer-Dings vielleicht auch mitnehmen. Und dann geht's zum letzten Klunker in Boston. Dann haben wir nur noch euch in Davenport höchstens und dann... muss ich gucken, dass ich mich nicht verrenke. Was das? Ich habe mich gerade richtig gestreckt. Richtig schön. Ah, mon ami, das ist nicht gut. Mein Mikro ist wieder abgeschmiert. So. Dann wollen wir mal sehen, gehst du jetzt weg? Ich habe meine Fernbedienung aus Versehen gedrückt. So. Wo der Klunker jetzt genau ist, ist, geh näher. Da, versteckt sich zwischen all den Symbolen, deswegen habe ich den noch nicht gesehen. So, der wievielte von wie vielen ist das dann? Wenn es 24 sind, dann weiß ich, dass es insgesamt 24 Klunker sind. Dass es so viele gibt. Und dann weiß ich, wie viele mir vielleicht noch in Davenport fehlen. Oder wie viele ich hier noch übersehen habe. Oder in New York. Aber ich meine eigentlich... Ja, ich kann in der Datenbank einsehen, wo ich die übersehen hätte. In Boston. Und wie viele insgesamt? Zeigt schon. Mann! Wenn du es nicht zeigen willst, meine Güte. So, da haben wir ein Abenteuer. Der letzte Klunker ist da oben auf offener See. Sehr schön. Nicht. Aber egal. Da haben wir übrigens die finale Mission. Die letzte Mission, die noch übrig bleibt, ist direkt da hinten irgendwo. Wir sind schon ziemlich nah, aber wir machen sie ja noch nicht. Gib mir all dein Geld. Du weißt, wie das läuft. Ich helfe niemanden. Tschüss. Zum ersten Mal sah ich jenes Licht damals in Boston. Ich verkaufte meinen größten Fang der Saison, als das Feuer hinter Beacon Hill aufstieg. Es stieg auf in den Nachthimmel am Mond vorbei. Dann war es weg. Ich war nicht allein. Die neben mir starrten ebenfalls in den Himmel. Die Köpfe so weit geneigt, dass sie fast abfielen, mit offenem Mund. Ich kann nicht sagen, was es war, aber ganz sicher war es nicht von dieser Welt. Die Untertitel. Und dieses Gib mir all dein Geld, ich kann es nicht mehr hören. Wie oft wollt ihr das noch sagen? Du weißt, wie das läuft, weil du es ihm schon tausendmal erzählt hast. Im Laufe der letzten Sekunde. Du kriegst ihn nicht. Lass ihn in Ruhe. Das mache ich jetzt bloß, weil... Ich soll jemanden kriegen. Wo ist er denn? Da ist er. Stirb! Schande! Geht das? So. So viel dazu. Zufrieden, Leute? Schurken aufhalten, die den Händler belästigen. Meine Güte. Damit er endlich aufhört von Gib mir all dein Geld zu quatschen. Wir haben dort eine Siedlungsmission. Nebenbei. Genau. Hier.
In der Bar. Ich glaube, die nehme ich auch noch an. Ups, au. Oh. Warum? Weil ich die Siedlungsmission ja vielleicht sowieso machen will. Und wenn ich dann schon mal hier bin, dann weiß ich ja schon mal, dass ich sie nicht vergessen habe. Dann kann der Klunker auch noch warten. So ist das eben bei Nebenzeugs. Anonym werden, um zu interagieren. Mann, ich kann hier doch nicht anonym werden. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber ich habe es Ostfilm schon mal gemacht. Dieser Hafen ist ein Punkt, an dem die Blauröcke unendlich oft spawnen. Da haben wir einen Untergrundeingang. Kann ich hier irgendwo einen Heuhaufen oder sowas einsehen? Meine Güte, wie viele sind denn das? Oh, ich will hier bloß mal weg. Hier ist auch nirgendwo ein Steckbrief, den ich mal... Ich bin ja auch nicht gesucht. Dreck, ey. Verblödeter, dämlicher Dreck. Das kostet mich gerade so viel Zeit. Ich kann den Part schon wegwerfen. Oder ich mach die Aufnahme kurz mal aus. Aber so geht das nicht weiter hier. Die schießen jetzt, die werden eh nicht von mir ablassen. Gib mir all dein Geld. So ein Dreck. Und die verfolgen mich auch sonst wo. Die sind überall und haben sofort schon den Fokus. Gott. Hört auf mich zu verfolgen. Der Suchradius ist sogar schon weg. Ja, anonym werden, um zu interagieren. Ist mir auch egal. Hauptsache, die hören endlich auf, mich zu verfolgen. Ich bin nicht mehr gesucht. Warum verfolgt ihr mich noch? Ich bin nicht gesucht. Ich habe nicht mal einen gesucht Radius. Wieso um Himmels Willen? Wo ist denn der Suchradius jetzt hergekommen? Ich will... Und die verfolgen mich immer noch. Oh. Alter! Ne, Entschuldigung. Ich beende gerade die Aufnahme. Wir sehen uns gleich wieder. Meine Güte, so viel... Oh. So, da bin ich wieder. Ich musste aufs offene Meer schwimmen, damit die Wachen endlich von mir ablassen. Und es pisst wie Sau. Okay, entschuldigt, dass ich auffallen wurde, aber ich wollte bloß durch diese Tür und konnte es nicht. Sowas regt mich einfach auf. So. Gucken wir mal, wo ist die Siedlungsmission jetzt? Sag mir. Sag mir noch, die ist nicht mehr verfügbar. Ach komm. Sie ist nicht mehr verfügbar. Warum denn? Ich teleportiere mich jetzt zum Klunker und dann ist sie gefälligst da. Wieso ist die nicht verfügbar? Oh. Diese Wachen haben mir die Siedlungsmission ruiniert. Ach, muss ich mir jetzt halt merken, dass irgendwo eine in Boston ist, die man zu 12.15 Uhr und 12.13 Uhr mittags machen kann, irgendwo dazwischen. Jetzt ist sie wieder da! Erst der Klunker. Jetzt bin ich schon mal hier, dann reise ich zur Bar, nehme die Siedlungsmission an. Und dann melde ich den Part. Irgendwo muss Schluss sein. Irgendwo muss man eine Grenze setzen. Irgendwann geht es einfach nicht. Ich passe gleich auf. Auf dich, auf dein Leben. Dass es nicht verschwendet wird. Dass du es nicht verschwenden kannst. Weil es enden wird. Sofort. Ja, ich bin gerade ein bisschen auf 180. Hat den Grund. Diese Wachen treiben mich zu Wahnsinn. Und überhaupt, warum war die Siedlungsmission eben nicht verfügbar? Wenn ich mich jetzt hin teleportiere, ist sie wieder nicht verfügbar, weil sie nur zwischen 12 Uhr mittags verfügbar ist. Und damit meine ich 12 Uhr mittags und 12 Uhr mittags. So. Das war der Klunker. Sehe ich bitte noch, wie viel ich insgesamt habe? Spiel. Dann nicht. Dann teleportiere ich mich jetzt hier zum Hafen, wo die Siedlungsmission ist, hin. Dann haben wir es geschafft, Leute.
Das war übrigens der letzte Klunker in Boston. Ich sag's einfach mal frei. Wenn jetzt noch welche fehlen, dann in Davenport. Und ich habe welche in New York vergessen. Das können wir ja am besten gleich mal gucken. So, hier, warte. DNA-Fortschritt war's. Genau, die Sequenzen, bla bla blub. Benedikt Arnold haben wir soweit voll abgeschlossen. Clubs, aus einer Befreiungsmission New Yorker, Sammelbares. Und dort haben wir die Hinkebein-Klunker 96. Toll. Ich sehe ja nicht mal, wo sie sind. Aber 96 heißt, ich habe nicht 100%. Aber es muss in Davenport sein. Da gehe ich einfach von aus. So, ist die Siedlungsmission vielleicht hier hinten? War das der Typ, der da lag? Offenbar. Hätte ich aber auch nicht machen können. So, erfordert wieder einen Kampf. Nein! Stirb! Darf ich noch den... So. Und so. Nein! Packst du nicht? Ach, jetzt kommen hier 30.000 Leute, damit ich den Siedler nicht retten kann, ne? Und alle solche Fetten? Ich habe noch nie so einen Trupp von Fetten gesehen. Warum zur Hölle ist mein Wurfhaken wieder weg? Spiel, das sollst du doch nicht machen. So. Dann kann ich ihn nämlich schneller töten. Und Waffe weg. Wurfhaken am besten noch. Die Axt fliegt sonst wohin. Du bist tot. Wurfhaken. Und das ist der... Oh, das macht der schon. Gut. Vielen Dank, mein Freund. Die hatten wohl ein Bier zu viel und mochten den Klang meiner Stimme nicht. Ich habe nur mit den Mädchen geredet. Ich erkenne deinen Akzent nicht. Wo kommst du her? Aus dem Norden. Provence de Quebec. Und was führt dich nach Boston? Ich bin eigentlich Bergmann. Doch ich finde keine Arbeit. Die Leute hören mich nicht an, wegen meiner Axon. Vielleicht ist unser Treffen Schicksal. Ich komme aus einem Dorf ein paar Meilen nördlich von hier. Dort gibt es einen Minenansatz. Ich weiß nicht genau, was sich darin befindet, aber vielleicht genau das, was du suchst. Ich sehe es mir an. Wenn es gut aussieht, reden wir weiter. Und ein neuer Bergmann für die Siedlung. Gewonnen. Die Mission der Schläger ist damit beendet. Und wir sehen uns dann so ziemlich im nächsten Part von Let's Play Assassin's Creed 3, würde ich sagen. Ich gucke nur noch mal, ob ich hier in Boston noch Siedlungsmissionen jetzt habe. Irgendwo. Okay, dann sehen wir uns in Davenport. Das Abenteuer lasse ich noch offen bis nach den Klunkern. Bis dann, Draglinus, over and out. So, ein kleines Nachwort für diesen Part. Der letzte Klunker ist tatsächlich in New York. Ich habe ihn übersehen und ich muss jetzt schnell machen, denn ich werde gerade wirklich überrannt. Was? Muss man wirklich für jeden Kack anonym sein? Entschuldigung, dann kämpfe ich gerade nochmal als Nachwort für den Part. Macht jetzt auch den Kohl nicht mehr fett. Ich wollte eigentlich bloß nur kurz eine kleine Aufnahme starten, um zu zeigen, hey, ich bin beim Klunker, ich hab den jetzt. Und der eine Typ dort ist weg. Na? Kommst du jetzt? Da kommen immer mehr. Alter, ich mag das nicht. Wenn ich irgendwas machen will, kommen da einfach immer mehr. Das kann's doch nicht sein. Na, nächstes Mal, wenn ich die down kriegen will, kommt wieder irgendjemand. So. Da! Ich krieg die Großen nicht down, weil die Kleinen immer kommen. So. Runter mit dir. Runter mit dir. Dafür sterbe ich sogar fast. Ist jetzt egal. Weg mit dir. Und dann haben wir das Schlusswort für den Part. Ich habe den letzten Klunker. Wir sehen uns in Davenport, wo ich dann die Klunker-Mission angehen werde. Bis gleich. Nein, Entschuldigung, bis morgen. Bis zum nächsten Mal. Entschuldigung.